Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier zu unserer kleinen Veranstaltung am Montagabend. Ich schaue in die Runde und sehe bekannte Gesichter auch. Sie sind nämlich Gast und Teilnehmer einer Veranstaltungsreihe, die wir schon seit 4 Jahren durchführen. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Das ist nämlich eine Veranstaltungsreihe, eine Vortrags- und Gesprächsreihe in zeitdiagnostischer Absicht. In welcher Welt leben wir eigentlich? Und wir empfinden diese Aufgabe als durchaus anspruchsvoll. Vielleicht ist es im Rückblick ein bisschen leichter zu begreifen, was jetzt eigentlich gut gelaufen ist und was weniger gut. Aber jetzt in der Gegenwart, das hat doch was Beeindruckendes, sich diese Frage zu stellen. Und wir haben uns das vorgenommen als so eine Art Glossar der Gegenwart, haben angefangen in chronologischer Reihenfolge mit A wie Authentizität, damals ein fulminanter Eröffnungsvortrag von Dietrich Dietrichsen, und haben uns dann so durchs Alphabet gearbeitet. Micha Brumlik, hallo, hat einen Vortrag gehalten über Metapolitik. Da waren wir dann bei M und so weiter. Und jetzt sind wir, und da freuen wir uns seit langem drauf, bei V wie vorne. Aber das eigentliche Thema ist natürlich Fortschritt. Und vorwärts immer, nach vorne immer, zurück nicht, ist ja so ein Leitgedanke, der sicher viele rückwärts nimmer, das ist ja so ein Leitgedanke, der, glaube ich, einige von uns hier möglicherweise verbindet oder zumindest verbunden hat. Und gleichzeitig scheint uns die Frage nach dem Fortschritt wirklich von außerordentlicher Dringlichkeit, auch unter dem zeitdiagnostischen Aspekt, weil man ja schon den Eindruck haben kann, dass der Fortschrittsgedanke nicht mehr das Feuer hat, das er mal hatte. Und zwar Fortschritt jetzt nicht verstanden als Automatismus, als Historizismus, dass es automatisch schon alles werden wird, sondern im Sinne von, wir können die Dinge zum Besseren gestalten. Und wir haben nicht einen blinden oder einen naiven Optimismus, sondern wir haben das Vertrauen in uns selbst, dass wir die Dinge besser gestalten können. Das scheint doch irgendwie nicht gerade en vogue zu sein, oder doch. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass Rahel Yeghi jetzt bei uns den Staffelstab übernimmt. Rahel Yeghi hätte schon mehrere der Schlagworte zeitdiagnostischer Art bespielen können in unserer Vortragsreihe. Wir hatten überlegt, ob wir sie zur Entfremdung einladen. Da hat sie nämlich ein maßgebliches Buch geschrieben und lang drüber nachgedacht. Das Buch ist aber schon von 2005. Also haben wir gewartet. Rahel Yeghi hat ein maßgebliches Buch geschrieben und vor allem viel nachgedacht und diskutiert zur Frage der Lebensformen. Diese Frage Politik der Lebensform, Kritik der Lebensformen ist mit Sicherheit eine Frage, die uns auch brennend interessiert. Aber Rahel hat halt jetzt nochmal, ich sag mal, auch sicher unter Weiterentwicklung der bisherigen Arbeit intensiv nachgedacht und denkt immer noch intensiv nach über die Frage von Fortschritt und Regression. Ich betrachte das als große Ehre, dass Rahel hier mal so eine Art Werkstattbericht vorlegt. Das neue Werk ist noch in Arbeit und soll im Mai dann endlich bei Suhrkamp erscheinen. Und alle, die schon mal wissenschaftlich gearbeitet haben und sich und Bücher geschrieben haben, wissen, was das für einen Druck bedeutet, das dann auch in die Druckpresse zu geben. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass Rahel sich heute die Zeit genommen hat, um uns ein paar Thesen vorzutragen und mit uns zu diskutieren. Rahel Yeghi, wer das nicht weiß, ist ansonsten Professorin für praktische Philosophie hier an der Humboldt-Uni. Das ist zumindest meine Wahrnehmung eine der maßgeblichen
Stimmen der politischen Philosophie, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Und natürlich verbindet uns auch eine alte Frankfurter Freundschaft, die kritische Theorie, meine Damen und Herren, lebt. Rahel Jegi, sie bereitet noch den Laptop vor, aber ich glaube, es kann jetzt losgehen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wünsche uns allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Peter Siller, für die schöne, für die Einladung erstens, zweitens für die nette Einführung. Ich finde es auch ganz toll, dass ich jetzt heute hier sein darf und zu einem der vielen Begriffe etwas sagen darf, dass es jetzt nach vorne mit V ist und Fortschritt. Also es ist nicht so, dass ich Fortschritt nicht richtig schreiben könnte, aber das war sozusagen das Setting, was hier gegeben war. Und tatsächlich bin ich gerade mitten in einem oder eigentlich am Ende eines Projekts, das sich mit der Frage nach Fortschritt und Regression, also der Frage nach dem sozialen Fortschritt genauer gesagt, und seinem Gegenbegriff der Regression beschäftigt. Wie den meisten von Ihnen nicht entgangen sein wird, ist es ja so, dass die Rede von der Regression, also auch zu R hättet ihr mich einladen können, die Rede von der Regression erstaunlich virulent ist in den letzten Jahren, während der Fortschrittsbegriff notorisch umstritten ist. Ich glaube allerdings, dass für beide Begriffe gilt, dass sie sehr voraussetzungsreich ist und dass man eigentlich gar nichts bereits gewonnen hat, indem man sagt, naja, Fortschritt gibt es wahrscheinlich nicht, aber Regression erleben wir doch überall. Ich glaube und will vertreten, dass wir beide Begriffe, den des Fortschritts und der Regression, brauchen, um unsere Gesellschaften verstehen und kritisieren zu können, und dass beide Begriffe auch da eine ganz besondere Qualität haben, um das tun zu können. Eine Qualität, die unter anderem darin liegt, dass man mit diesen Begriffen soziale Phänomene nicht nur bewertet, sondern auch versteht, also dass es so ein typischer Begriff ist, in dem man das, was man hier beobachtend bewertet und beschreibt, gleichzeitig und im selben Zug gewissermaßen normativ bewertet. Und das scheint mir eine der großen, sagen wir, theoretischen Vorzüge des Begriffs zu sein. Der andere Vorzug ist natürlich der, dass wir damit ganz einfach etwas verstehen können von dem, was uns umgibt. Wir sollten also, das ist die Ausgangsthese meiner Überlegungen, über Fortschritt reden. Das betrifft allerdings, um gleich die Hoffnungen etwas einzuschränken, weil es ist eben tatsächlich doch ein philosophischer, sozialphilosophischer Vortrag und Überlegungen in dieser Hinsicht. Das heißt, es sind auch zunächst mal einfach Begriffsklärungen und ein Versuch, den Fortschrittsbegriff so und auch den Regressionsbegriff so zu verstehen, dass man mit ihm etwas anfangen kann. Also das heißt Zeitdiagnosen direkt im Sinne von, dass ich Ihnen jetzt heute Abend sagen könnte, wo gibt es Fortschritt, wo suchen wir ihn, wie stellen wir ihn her und was ist umgekehrt hier zu vermelden. In diesem sehr dichten empirischen Sinne kann ich Ihnen hier keine Zeitdiagnose liefern. Dennoch ist es natürlich, sind solche Überlegungen angeregt von Dingen, die mit eben jenen Beobachtungen zu tun haben. Wenn ich also hier über Fortschritt rede, dann geht es mir nicht um die Alternative zwischen einer optimistischen oder einer pessimistischen Einstellung zum Weltlauf. Ich frage mich also nicht, ob es so etwas wie Fortschritt tatsächlich gibt, wo er empirisch zu verzeichnen wäre. Ich möchte auch nicht behaupten, auch diese Behauptung hört man häufiger, dass man alleine um die Hoffnung zu bewahren und um sowas wie eine Motivationsquelle für politische Aktivitäten zu bewahren, gewissermaßen den Fortschritt als so etwas wie eine Richtschnur für unser Handeln braucht, etwas, worauf wir hoffen dürfen, wonach wir streben sollen. Auch darum geht es mir nicht direkt, sondern es geht mir um die Frage, wie man fortschrittlichen sozialen Wandel von regressiven Entwicklungen und Tendenzen kategorial unterscheiden kann. Also es geht mir um Fortschritt als so einen Begriff, ein Bewertungsbegriff, eine Bewertungsinstanz,
Und ich glaube auch, dass man trennen sollte zwischen der Behauptung, dass es Fortschritt empirisch gibt und eben jener Behauptung, dass wir Kriterien für gesellschaftliche Fortschritte und Rückschritte entwickeln können. Das heißt also, ich will Sie hier nicht davon überzeugen, dass es entweder alles bergauf nach vorne geht oder alles bergab nach unten, sondern ich möchte überlegen, wie kann man eigentlich und auf welcher Grundlage hat man solche Fortschritte eigentlich gegenüber Rückschritten identifiziert und bewertet. Ich glaube, dass die sehr vielfach geäußerte Fortschrittsskepsis oder diese Vorstellung, dass es eben entweder keinen Fortschritt, sondern nur Rückschritte gibt und der Einwand, der einem, wenn man sagt, ich beschäftige mich gerade mit Fragen des Fortschritts, dann sagen die meisten Leute zunächst mal, ach, glaubst du denn wirklich, dass es sowas gibt? Also wie gesagt, darum geht es erstmal gar nicht, sondern es geht um die Frage, könnten wir eigentlich, wenn es so etwas gibt, haben wir Gründe dafür, können wir ausweisen, dass es hier in bestimmten Hinsichten um Fortschritt oder eben in bestimmten Hinsichten um Regression geht. Und ich glaube, dass man damit einiges anfangen kann. Wie ich schon erwähnt habe, Fortschritt ist notorisch umstritten. Regression ist erstaunlich virulent. Sie sehen das allein schon daran, dass im Frühjahr 2017 in gleich 5 europäischen Verlagen gleichzeitig so ein Band, den vielleicht einige von Ihnen gesehen haben, erschienen ist, der heißt Die große Regression. Das ist also ein Band, in dem führende Theoretiker der Gegenwart drängende Fragen, die sich mit Trumps Wahlsieg stellen, die sich mit dem Erstarken autoritärer, rechtspopulistischer, neofaschistischer Bewegungen stellen und all diesen Phänomenen, die uns heute zu schaffen machen. Unter dem Titel Regression wurde all dies gestellt und behandelt. Allerdings ist der Begriff selber dabei relativ wenig reflektiert worden. Nun ist es einerseits, ich glaube, da gibt es nicht so viel Zweifel, jedenfalls vermutlich nicht in diesem Kreis hier daran. Einerseits liegt es ausgesprochen nahe, unsere Weltlage mit einem solchen Begriffspaar aufzufassen. Die Ausweitung von Menschen- und Bürgerrechten auf vorher exkludierte soziale Gruppen, also auf Frauen, auf ethnische Minderheiten, auf weitere vorher ausgegrenzte und teilweise strafrechtlich verfolgte Minderheiten und auch so etwas wie die rechtliche Kodifizierung oder die Ermöglichung von Lebensweisen, die vorher durch eine dominante Leitkultur marginalisiert waren. So etwas, darauf werden wir uns vielleicht in der ersten Sicht einigen können, markiert etwas wie einen sozialen Fortschritt. Umgekehrt ist der sich bis zum Vernichtungswillen ja steigernde und auch institutionell beförderte Hass auf eben jene Dimensionen, der von jenen Gruppen als Political Correctness definierten und bekämpften neuen Sittlichkeit ein Rückfall hinter diese Fortschritte. Wenn außerdem in der europäischen Nachkriegsentwicklung die von dieser ermöglichte der Ausbau des Sozial- und des Wohlfahrtsstaats und die damit einhergehende Dignifizierung der Arbeit als sozialer Fortschritt gelten darf, dann ist der Abbau des Sozialstaats und die Prekarisierung der Arbeit möglicherweise ein Rückschritt. Und wenn es als welthistorischer Fortschritt gelten darf, dass Regierungsgewalt nicht willkürlich und unmittelbar, sondern vermittelt durch verfassungsrechtlich gesicherte Instanzen und allgemein anerkannte rechtsstaatliche und demokratische Prozeduren ausgeübt wird, so gehört wiederum nicht sehr viel dazu, solche Regierungsstile, wie sie Trump und Erdogan und andere pflegen, als einen Rückfall hinter erreichte Errungenschaften zu interpretieren. Leben wir also in einer Zeit der sozialen und politischen Regression? Ist es angemessen, diese Erscheinung als solche der Regression und des sozialen Rückschritts zu bezeichnen? Und welchen Gewinn hat man, wenn man eine solche Begrifflichkeit, die ja tatsächlich eine lange Geschichte hat, eine gewisse politisch-historische Semantik mit sich trägt, wenn man dieses Begriffspaar also wieder für die Diagnosen, die man hier leisten möchte, verwendet? Man wird, auch das hatte ich schon erwähnt, nicht behaupten können, dass der Fortschrittsbegriff sich einer solchen Renaissance erfreut. Im Gegenteil scheint eine fortschrittsskeptische Haltung fast schon in die DNA der jüngeren Diskussion eingegangen zu sein. Und das aus ganz verschiedenen Gründen. Einerseits, weil innerhalb der poststrukturalistischen und auch der postkolonialen Diskussion in mancher Hinsicht desavouiert ist. Also sowohl deshalb, weil mit dem Begriff des Fortschritts
Dinge gerechtfertigt worden sind im kolonialen Geschehen oder in der Rechtfertigung kolonialer Herrschaft und postkolonialer Herrschaft und solchen Verhältnissen, die immer wieder so aussehen, dass, wie Chakrabarti es gesagt hat, eben bestimmte Völker und bestimmte Länder gewissermaßen im Wartesaal der Geschichte untergebracht sind, während die anderen für sich in Anspruch nehmen, dass sie, weil sie fortschrittlich sind, schon ganz vorne sind. Das sind alles Gründe dafür, warum man den Fortschrittsbegriff, warum man diesem misstrauisch gegenüberstehen mag. Auch die große geschichtsphilosophische Erzählung, wie wir sie von Hegel her kennen, die Weltgeschichte, die eine Richtung hat, die gewissermaßen alles in sich aufsaugt und wo dann eben andere hängen bleiben und als rückschrittlich, als regressiv, als außerhalb dieser großen Erzählung diskriminiert werden. Das sind alles Gründe dafür, warum man diesen sehr vollen, sehr dichten, sehr schwer beladenen Fortschrittsbegriff möglicherweise so nicht mehr, dem so nicht mehr vertraut. Auch manche Einsichten in das, was man in einer ganz anderen, in einem anderen Vokabular die Dialektik des Fortschritts nennen kann. Einsichten in Prozesse oder darin, dass manche Prozesse sich eben gerade nicht als lineare Fortschrittsprozesse darstellen, also nicht als Prozesse, in dem eben alles immer nur besser wird. Zuerst sind fast alle ausgeschlossen von politischer und bürgerlicher Gleichheit. Dann kommen schrittweise zunächst mal die Männer, irgendwann werden dann schon auch die Frauen und dann irgendwann alle weiteren Gruppen, die vor dem ausgeschlossen waren. Manches lässt ja erahnen, dass es so einfach nicht ist und dass es nicht einfach so, also nicht nur, weil es große Regressionsprozesse gibt, sondern selbst da, wo man etwas als Fortschritt auffassen mag, nämlich die schrittweise Inklusion von immer weiteren Gruppen in so etwas wie Vorstellungen bürgerlicher Gleichheit und Freiheit. Selbst da gab es für verschiedene Gruppen manchmal gerade durch die Fortschritte, die es hier gab, wiederum Rückschritte. Also wenn wir die Frauen, wenn wir die Behauptung, dass es in Bezug auf die Emanzipation von Frauen eben einfach nur ein bisschen gebraucht hat, bis die bürgerliche Gleichheit sich ausgedehnt hat, auch auf die Frauen, dann zeigen uns viele Historikerinnen, dass das so nicht stimmt. Also dass es im vorbürgerlichen Zeitalter manche Weisen der Berücksichtigung und auch der Freiheit und anderer Formen der Gleichheit gab, die gewissermaßen erst wieder die auch wieder verloren haben, dadurch, dass auf einmal der bürgerliche, weiße, freie, gleiche, selbst eben der Arbeiter mit eingezogen war. Also Dialektik des Fortschritts und ein Misstrauen gegen den Fortschritt wegen des ethnozentrischen Charakters, all das Gründe dafür, warum man sich fragen mag, warum jetzt eigentlich heute den Fortschrittsbegriff überhaupt wieder aufnehmen. Auch ist es so, dass wenn man sich dessen enthält, die Zeiterscheinung, die ich gerade skizziert habe, einfach unbesehen mit den Begriffen Fortschritt oder Regression zu belegen. Wenn man mehr tun möchte, als einfach nur zu sagen, das finde ich aber schlecht und das ist eine sehr unerfreuliche Zeiterscheinung, dann kauft man mit solchen Begriffen einiges ein. Meine Grundthese hier ist, dass man sich eine Sache auf jeden Fall einkauft, eine Sache auch einkaufen sollte, wenn man überhaupt von Fortschritt und Regression spricht, nämlich, dass es so etwas wie einen sich anreichernden gesellschaftlich-historischen Erfahrungsprozess gibt. Eine Anreicherung hinter die dann, die man als einen sehr komplexen Prozess begreifen sollte, hinter die man dann auch zurückfallen kann. Und meine These wird im Ende auch sein, dass es genau die Dynamik selber, die Dynamik eines solchen Prozesses selber ist, die uns im Ende auch Kriterien dafür an die Hand geben wird, was eigentlich eine progressive, was eine regressive gesellschaftliche Entwicklung ist. Also etwas, was in der Art und Weise, wie der Prozess selber verläuft, sich verbirgt, ohne dass wir dazu schon wissen müssten, worauf der Fortschritt jetzt eigentlich hinzielt. Das heißt also, ich in diesem Projekt, in diesen Überlegungen würde gerade diese sehr komplexe und sehr schwer zu verteidigende These, dass wir von einer solchen Anreicherung, dass man diese als einen normativ gerichteten Prozess verteidigen kann und anhand dessen auch bestimmte Dinge beurteilen kann. Genau das möchte ich gerne verteidigen, aber das ist nicht ganz leicht. Vielleicht eine kurze Erinnerung daran, Peter hat angesprochen, die alte Frankfurter, eigentlich ist es ja auch eine alte Berliner Freundschaft, die wir hier haben, weil wir lange Zeit ein Zeitungsprojekt zusammenhalten.
kurze Erinnerung daran, wie der Regressionsbegriff in der kritischen Theorie in der Frankfurter Schule verwendet worden ist und warum ich möglicherweise recht damit habe, wenn ich sage, da ist eine ganz besondere Qualität in diesen Begriffen. Wenn Sie sich vor Augen führen, dass in dieser Tradition der Faschismus eben als jenes, nämlich als Regressionsphänomen aufgefasst worden ist. Und das ist eine, also weder Adorno noch Horkheimer sind Figuren, von denen man sagen wird, dass sie einen sehr naiven Fortschrittsoptimismus verfolgt haben. Aber dennoch ist es so, dass ein solcher, dieser meiner These nach eben sehr gehaltvolle Begriff, mit dem man eine gesellschaftliche Entwicklung beschreiben und bewerten kann, dass der eine große Rolle, ganz abgesehen davon, was beide wiederum auch im Ende zum Thema des Fortschritts zu sagen hatten, sieht man daran, wie wichtig ein solcher Begriff sein kann. Also es soll im Fortschritt gehen und um die Frage, wie man Fortschritt als solchen identifizieren kann. Und eine meiner aus dieser These, dass es eben dass es ein gehaltvoller Begriff ist, der sich auf den Verlauf der beschriebenen Entwicklung bezieht, schon resultiert. Eine meiner Thesen, mit denen ich hier, die ich hier erläutern möchte, im Weiteren erläutern möchte, ist dann auch, dass man, wenn man über Fortschritt redet, über die Frage, wie sich eigentlich sozialer Wandel überhaupt vollzieht, noch einmal reden muss, dass man das unter anderem auch in Bezug auf die Verbindungen, die es zwischen dem, was man im engeren Sinne moralischen Fortschritt auffasst und dem, was man an anderen Wandlungsprozessen, gesellschaftlichen Wandlungsprozessen identifizieren kann, tun sollte. Also die alte Vorstellung, dass aus dem technologischen Fortschritt schon der soziale Fortschritt kommen werde, und das ist eine Vorstellung, die nicht etwa nur Marx hatte, sondern die gewissermaßen das Pathos und die ganze die Begeisterung über den Fortschrittsbegriff, wie sie die Jahrhunderte geprägt hat, schon motiviert haben. Also diese Vorstellung, wenn es so viel technischen Fortschritt gibt, wenn wir jetzt alle diese Krankheiten heilen können, die man vorher nicht heilen konnte, wenn wir jetzt um die Welt in eine beschleunigte Art und Weise um die Welt kommen, wenn wir alle möglichen Medien der Kommunikation haben, dann wird es doch auch sozialen Fortschritt geben. Das ist vermutlich eine der Gewissheiten, die uns am allermeisten abhanden gekommen ist. Also die Vorstellung, aus dem einen wird das andere schon folgen. Und es ist natürlich auch ganz richtig. Und also ich meine gerade vermutlich das Umfeld dieser Partei, in deren Stiftung ich hier rede, hat ja viel dazu beigetragen, genau diese Hoffnung, dass man einfach nur technologischen Fortschritt braucht und das andere kommt dann schon, zu untergraben. Aber umgekehrt, die Vorstellung, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun haben soll, dass also die Frage, wie wir kommunizieren, wie wir uns fortbewegen, wie wir welche Krankheiten wir mit welchen Mitteln heilen können, alle diese Dinge, all das, was mit unseren Lebensformen im allerweitesten Sinne, in dem Sinne, in dem die eben sehr viele verschiedene Praktiken umfassen, dass das eine auf das andere gar keine Auswirkungen haben soll und die Fortschritte alle gar nicht miteinander zusammenhängen, ist ja dann auch unwahrscheinlich. Unter anderem deshalb möchte ich die These, dass Fortschritt, moralischer Fortschritt, sich überhaupt nur im Kontext einer breiter gefassten Vorstellung sozialen Wandels verstehen lässt, möchte ich diese These hier noch einmal in Erinnerung rufen. Nun also zur Frage, was eigentlich Fortschritt ist und wie man überhaupt die Frage nach dem Fortschritt verstehen kann in vier weiteren Schritten. Zunächst mal lässt sich bei der Frage, was eigentlich jedenfalls der enger gefasste moralische Fortschritt, moralisch-soziale Fortschritt, was dieser denn wohl sein mag, lässt sich ein gewisser Konsens feststellen. Wenn wir nämlich fragen, wie es kommt, und das sind Diskussionen, die in der Philosophie, aber auch sonst häufig geführt werden, wenn wir fragen, wie es kommt, dass so etwas wie die Institution der Sklaverei untergegangen ist. Oder wenn wir uns fragen, wie es kommt, dass bei aller Schwierigkeit der Um- und Durchsetzung Vergewaltigung in der Ehe heute als strafrechtlich zu verfolgendes Verbrechen aufgefasst wird, während es tatsächlich über Jahrhunderte als das selbstverständliche Recht des Ehemanns galt, seine Frau auch gegen deren Willen auch mit Gewalt gefügig zu machen. Und man wundert sich, wie lange das gedauert hat, bis das auch strafrechtlich
so, bis es strafrechtlich so gefasst worden ist, dass Vergewaltigung nicht mehr als eine außereheliche sexuelle Nötigung aufgefasst worden ist, was ja im Umkehrschluss heißt, innerhalb der Ehe kann es gar keine Vergewaltigung geben. Also das hat schon eine ganze Weile gedauert, um das strafrechtlich dingfest zu machen. Wie das in der Wirklichkeit ist, das wissen vermutlich auch sehr viele von Ihnen, die mit vielen sozialen Konfliktlagen und Nöten zu tun haben. In der Praxis das nun wirklich umzusetzen, ist noch ein viel, viel längerer und weiterer Schritt. Das gilt auch vielleicht in etwas geringerem Maße für soziale Phänomene wie das Schlagen von Kindern. Auch das ist vor nicht allzu langer Zeit noch eine einigermaßen selbstverständliche Erziehungsmaßnahme gewesen. In unseren Gesellschaften heute, in vielen unserer Gesellschaften, ist es verpönt, ist es auch rechtlich sanktioniert, auch wenn auch in dem Falle es nicht völlig verschwunden ist. Das sind nur ein paar Beispiele dafür, für Veränderungen, die man relativ unumstritten als moralischen Fortschritt bezeichnen kann, von denen sehr, sehr viele sagen würden, ja, das sind genau die Arten von moralischem und sozialen Fortschritt, wie wir sie jetzt befürchten, dass sie verloren gehen könnten. Bei aller Zurückhaltung, die es hier gibt, scheint es doch so zu sein, dass fast alle diese Entwicklungen oder dass es einen großen geteilten Konsens darüber gibt, dass solche Entwicklungen positiv sind. Und bei aller Skepsis ist die Neigung, wie schon bei den vorhin aufgezählten Regressionsphänomenen, groß, so etwas als Rückfall zu bewerten. Adorno hat in seinem sehr, sehr lesenswerten Essay über Fortschritt gesagt, was man zu dieser Stunde unter Fortschritt sich zu denken hat, weiß man vage, aber genau. Und ebenso vage, aber genau scheinen wir in mancherlei Hinsicht zu wissen, was der Fortschritt ist, wenn wir nicht von vornherein sagen, das gibt es entweder gar nicht oder aber man sollte diesen gewissermaßen vergifteten Begriff überhaupt nicht auffassen, überhaupt nicht verwenden. Wovon aber sprechen wir dann, wenn wir von so etwas, wie gesagt, ich setze jetzt mal voraus, dass das so ein paar Phänomene sind, die einigermaßen geteilt werden oder deren Bewertung einigermaßen geteilt wird. Was genau ist es eigentlich, was damit behauptet wird? Es ist so etwas wie der positiv bewertete Wandel von allgemein akzeptierten Auffassungen, mit denen wir moralisch relevante Fragen des Zusammenlebens betrachten und bewerten. Wichtig ist dafür aber, dass wir, wenn wir von Fortschritt reden, einen Vorgang beschreiben, der nicht nur ein Wandel, eine Veränderung überhaupt ist, sondern ein Wandel zum Besseren. Also wenn wir von Fortschritt sprechen, dann gehen wir davon aus, dass die Verhältnisse nicht nur anders, sondern besser geworden sind. Die Fallstricke sieht man. Die Frage der Bewertung des jeweiligen Wandels mag sehr umstritten sein. Nicht für jeden stellt sich das Gleiche als ein solcher Fortschritt, der eben positiv bewertet ist, dar. Und manchmal sieht man es am Anfang von Transformationsprozessen auch noch gar nicht, wozu diese Neuerungen führen und wird sie als ambivalent bewerten. Was aber für mich und für mein Interesse daran, Fortschritt als einen Prozessbegriff aufzufassen, entscheidend ist, ist tatsächlich, dass, wenn wir sagen, hier werden Verhältnisse nicht nur anders, sondern besser, dass wir hier von einem Wandlungsprozess ausgehen, dass wir davon ausgehen, dass es hier eine Richtung gibt und dass wir nicht einfach nur sagen, diese Verhältnisse oder diese Ereignisse, die wir jetzt hier, diese Veränderungen sind gut, sondern wir setzen sie gewissermaßen als Teil eines oder nehmen an, dass sie Teil eines Prozesses, den man als so etwas wie einen Lernprozess, als so etwas wie einen Erfahrungsprozess auffassen kann und möglicherweise auch, und darauf läuft meine These ja hinaus, genau daran, ob es ein solcher Lernprozess, ein solcher gesellschaftlicher Erfahrungsprozess ist, auch beurteilen können wird. Also wenn man sagt, es ist ein Fortschritt zum Besseren, dann ist es zwar richtig, darauf hinzuweisen, ein Wandel zum Besseren, dass es nicht einfach nur Wandel ist, aber gleichzeitig wäre es falsch, die beiden Momente voneinander zu trennen. Es ist eben ein Transformationsprozess. Und es ist, wenn man sagt, es ist ein Fortschritt, die Sklaverei oder das Schlagen von Kindern abzuschaffen, wenn man nicht nur sagt, es ist gut, sondern es ist ein Fortschritt, dann reden wir hier nicht nur über das Resultat, sondern auch über die Form des Wandels, über diesen Transformationsprozess selber. Wie aber kommt jetzt ein solcher Transformationsprozess zustande? Hier gibt es sehr viele unterschiedliche Auffassungen, selbstverständlich, und es ist etwas, was in der Frage nach dem moralischen Fortschritt gar nicht so häufig gewissermaßen differenziert wird, wie man eigentlich genau jetzt diesen Wandel versteht.
Und ich hatte es einleitend schon angedeutet. Ich bin der Meinung, dass man an die Art und Weise, wie hier Wandlungsprozesse sich vollziehen, also wie sich diese einigermaßen klar moralischen Verbesserungen, moralischen sozialen Verbesserungen vollziehen, dass man sich da zu der Frage, wie eigentlich der Kontext dieser im engeren Sinne moralischen Veränderungen aussieht, dass man sich dieser Frage ganz besonders zuwenden muss. Also die These ist, wo sich etwas in diesem Sinne verändert, tut es das in einem Kontext von ganz vielen und ganz verschiedenen anderen Praktiken. Das gibt uns auch umgekehrt eine Antwort auf die Frage, warum eigentlich Dinge, die wir als überaus abstoßend empfinden, also moralische sozusagen Praktiken vergangener Jahrhunderte oder anderer oder moralische Praktiken, die sich vor unseren Augen ereignen, warum so etwas eigentlich denkbar möglich ist, obwohl wir gewissermaßen mit von dem Zustand deren moralische Infrastruktur so etwas nicht mehr erlaubt, eben so etwas wie das Eigentum an Menschen, so etwas wie verschiedene Arten des Quälens von Kindern und anderen Menschen. Diejenigen, die das für sehr selbstverständlich finden, dass man sowas auf keinen Fall, dass das sozusagen jenseits dessen, was uns moralisch vorstellbar erscheint, ist, mögen sich ja fragen, wie kommt es eigentlich, dass das nicht so war? Eine sehr interessante Autorin, Elizabeth Anderson, hat in ihrer Studie über die Abschaffung der Sklaverei ein sehr eindringliches Anfangsbeispiel, wo sie darüber berichtet, wie einer der Kapitäne eines Sklavenschiffes, ein sehr frommer Christ, der sehr minutiös Tagebuch geführt hat darüber, wie er sich vergeht täglich und sich immense Sorgen darum macht, also sich auch verschiedene Strafen auferlegt bis hin zur Geißelung und eben, wie gesagt, zerknirscht und voller Reue jeden Tag in dieses Tagebuch schreibt. Aber worüber er zerknirscht ist, ist nicht der Umstand, dass er hier der Kapitän eines Sklavenschiffes ist, in dem tatsächlich die Hälfte all derer, die er hier, deren Gefangennahme er beaufsichtigt hat und die er hier über den Ozean bringt, am Ende gestorben sein werden, sondern was ihn so unglaublich bewegt hat, war, dass er sich das Fluchen nicht hat abgewöhnen können. Das sind Momente, wo man sich fragt, der ist dann sogar später zum Abolitionisten geworden, also eigentlich eine ganz interessante Geschichte, aber jedenfalls dieses Gesinnung, also sozusagen die eigene Gesinnung permanent prüfende Tagebuch, da geht es genau darum, dass er gegen das Gebot Gottes Namen nicht im Mund zu führen, in diesem Sinne verstoßen hat. Also die Frage, wie passiert es eigentlich, dass Dinge, die uns so selbstverständlich, die manchen so selbstverständlich erschienen sind, dass sie sich auf einmal verändern? Meine These hier ist, liegt der moralische Fortschritt hier steht nicht alleine. Natürlich gibt es so etwas wie moralische Virtuosen, die immer schon und zu allen, die gewissermaßen so sensibel und empathisch sind, dass sie bestimmten Verhältnissen, egal was drumherum ist, irgendwie trotzen. Aber im Großen und Ganzen, und wenn es wirklich um moralisch-soziale, fortschrittliche Veränderungen gibt, die in Institutionen dann auch wirksam gehen, ist das nicht das Resultat einer freistehend moralischen Einsicht, sondern das Resultat der Veränderung so einer ganzen Reihe von umgebenden oder angrenzenden Praktiken. Wenn wir also über so etwas reden wie das schon angesprochene Beispiel der Vergewaltigung in der Ehe, und die faktische Tolerierung der Vergewaltigung in der Ehe, bis 97 übrigens, dann steht das im Kontext mit einer ganzen Reihe von weiteren Bestimmungen, zum Beispiel des Eherechts, mit dem skurrilen Umstand, dass in Deutschland der Ehemann von sich aus den Arbeitsvertrag seiner Frau auflösen konnte, über das Vermögen seiner Frau verfügte. Auch das Bestimmungen, die bis 53 noch, also des letzten Jahrhunderts noch in Kraft waren. Oder aber auch mit der Interpretation von Ehe, in der man eben sagt, das ist eben eine intime Schicksalsgemeinschaft, eine organische Einheit, wie ein prominenter Gegner von bestimmten Bestimmungen des Familienrechts immer gesagt hat, wo man, wenn man hier das Recht überhaupt greifen lässt und einführt, gewissermaßen das zerstört, was die Ehe im Innersten ausmacht. Also das, was Sie heute noch manchmal hören, wenn es denn darum geht, na ja, dann ist ja der Staatsanwalt unterm Bett, wenn man anfängt, bestimmte Bedingungen von Konsens zu definieren.
All diese verschiedenen Interpretationen, die Vorstellung von Liebe, die Vorstellung von Ehe, die Vorstellung, die Arten der ökonomischen Abhängigkeit, alle diese ganz verschiedenen Dynamiken und einzelnen Aspekte, so möchte ich behaupten, spielen hier zusammen, um sodass das, was man als gewaltsam herrschaftsförmige Verletzung der Integrität der Frau überhaupt auffassen kann, als Variante überhaupt einer sexuellen Beziehung aufgefasst wird und eben nicht schon unter dem Gesichtspunkt der eben sexualisierten Gewalt. Also die Einbettung solcher sozusagen im Einzelnen moralisch exorbitant sich als verwerflich dastehenden Praktiken in alle möglichen Dinge, die man für selbstverständlich hält, also eben die ökonomischen Verhältnisse hier in der Ehe, aber eben auch alle möglichen Dinge, die an sich gar nicht so unproblematisch zu sein scheinen. All das führt dazu, dass die in Frage stehende Praxis, von der wir da, wo wir sie dann verlassen haben, sagen können, dass wir das abgeschafft haben, ist aber ein moralischer und ein sozialer Fortschritt, dass die überhaupt so sich hat halten können. Der Hintergrund davon, der Hintergrund oder das, wozu uns das hier führt, also die These, dass das alles im Kontext geschieht und im Kontext von ganzen Lebensformen, im Kontext von Ensemblen solcher sozialen Praktiken, zu denen dann auch so etwas wie technische Fertigkeiten oder auch das Material, mit dem wir umgehen, gehört. Der Hintergrund oder das, was uns das über die Frage, wie entsteht eigentlich ein solcher Wandel, sagt, ist, dass nicht nur die Selbstverständlichkeit solcher Praktiken, solcher moralischen Praktiken, sondern auch deren Veränderung etwas damit zu tun haben, dass sich hier Praxisgefüge verschieben, dass sich etwas verändert, dass hier bestimmte Passungsverhältnisse, also so wie eben die Verfügung über das Eigentum zur sexuellen Verfügung über die Frau passt und zu einer ganzen Reihe anderer Sachen, dass solche Passungsverhältnisse sich gewissermaßen auflösen können, in ein Spannungsverhältnis zueinander treten und damit zwar nicht den sozialen Wandel und den moralischen Fortschritt selber schon hervorbringen, aber jedenfalls so etwas wie eine Öffnung, also die nicht mehr vorhandenen Passungsverhältnisse, weil hier neue Praktiken dazutreten, weil hier auf einmal etwas passiert, was nicht mehr ganz dazu passt, ist etwas, was man als eine Öffnung, Möglichkeit und auch als einen entstehenden Problemdruck gewissermaßen, der zum moralischen Fortschritt führen kann, auffassen kann. Gerade an den Beispielen, die ich gerade Ihnen schon etwas ausgeführt habe, also an der Frage, wie sich die innerhalb der Ehe, wie sich innerhalb der Familie Dinge verändert haben, lässt sich so etwas ja ganz gut, ist sowas ganz gut untersucht. Also die sozialen Verschiebungen, die sich beispielsweise in Kriegs- und Nachkriegszeiten allein aufgrund der Tatsache ergeben haben, dass Frauen hier in vorher für sie gar nicht vorgesehene Arbeitsverhältnisse gelangt sind und auch weitere Verschiebungen, die dazu geführt haben, dass eine bestimmte Vorstellung dieses Gefüges der Ehe und dieses Herrschaftsverhältnisses einfach in bestimmter Hinsicht, könnte man sagen, aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Das hat alles noch nicht die Dynamik, die zwingende Kraft, die zwingend fortschrittliche Kraft, die Marx dem angedichtet hat, wenn er gesagt hat, die Handmühle passt zur Feudalgesellschaft, die Dampfmaschine zur bürgerlichen Gesellschaft. Also Marx hat gewissermaßen genau eine Kraft und eine Entwicklung, eine Dynamik zur Leitdynamik gemacht, der sich dann alle anderen Verhältnisse in der einen oder anderen Weise angleichen. So sollte man das sicherlich nicht auffassen. Aber dass alle diese Dinge etwas und alle diese Dynamiken etwas miteinander zu tun haben und dass auch zunächst ganz unscheinbare technische Erfindungen Veränderungen gewissermaßen triggern können, das, glaube ich, ist etwas, was, um wieder an den Anfang und an den Misstrauen dem technologischen Fortschritt, aber auch der im Grunde auch der Eliminierung der Frage, wie diese verschiedenen sozialen Fortschritte zusammenhängen, um dem etwas entgegenzusetzen, glaube ich, kann man sich schon klar machen, dass es da einen Zusammenhang geben kann, einen der von sehr vielfältigen und sehr flexibel aufeinander einwirkenden Dynamiken möglicherweise geprägt ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Downton Abbey verfolgt hat, die englische Fernsehserie,
die ja so etwas wie die genau das, nämlich sozialen Wandel und den Untergang der eigentlich schon, sagen wir, in nicht mehr ganz zeitgemäß scheinenden aristokratischen Klasse hier zeichnet. Die Intelligenz dieser Fernsehserie, bei allem, was sie gewissermaßen wirklich zu einer problematischen und konservativen Serie gemacht hat, also die Art und Weise, wie die Verhältnisse hier eben doch auch sehr allzu idyllisch gefasst worden sind. Die Intelligenz dieser Serie allerdings bestand, glaube ich, tatsächlich darin, dass hier Liebe, Krieg, Radio, Telefon und Schreibmaschine zusammen so etwas, zusammen auch mit der Ineffektivität der aristokratischen Landwirtschaft, dass die Serie gezeigt hat oder zeigt, wie das alles zu so einer Transformationsdynamik führt. Also die Schreibmaschine, die ja bekanntermaßen für, ebenso wie die Babypille, die Antibabypille, für die Emanzipation der Frauen eine große Rolle gespielt hat, weil es nämlich in bestimmten dann Büroarbeitsplätzen Angestelltenverhältnisse gab, wo erstmals außerhalb des Dienstes in einem Haus und Haushalt bestimmte Arbeitsplätze und auch ein bisschen höher qualifizierte Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt worden sind. Die Wirkung der Antibabypille auf das soziale Gefüge ist vielfach beschrieben worden. Also es geht um so etwas wie Verschiebung von Passungsverhältnissen, die der Möglichkeit der Skandalisierung bestimmter moralischer Übel, also die Skandalisierung, die dann kommt, wenn soziale Bewegungen anfangen, sich so eine Thematik vorzunehmen und eben Vergewaltigung in der Ehe und anderswo zu skandalisieren oder die Sklaven, die gegen die Sklaverei rebellieren. Alle diese Möglichkeiten von Veränderung beruhen darauf, dass es einen gewissen Problemdruck gibt, dass bestimmte Verwerfungen, bestimmte Krisensituationen im sozialen Gefüge aufgetreten sind, aus denen man dann gewissermaßen die Konsequenz ziehen kann. Was hat das für Konsequenzen für die Entstehung solcher Fortschrittsprozesse? Sie finden statt in einem solchen breiteren Kontext. Die Frage, wer hier eigentlich wen beeinflusst, also die anderen sich wandelnden Praktiken, den moralischen Fortschritt oder umgekehrt, ist eigentlich eine sinnlose Frage. Also dieser alte Streit, gibt es überhaupt eine normative Eigendynamik oder gibt es nur die an der Basis, an der ökonomischen Basis funktionierenden Prozesse? Das halte ich für eine Frage, die man als solche so überhaupt nicht mehr, also noch nicht mehr widerlegen muss in gewisser Weise. Aber dass beides in einer bestimmten Eigendynamik aufeinander bezogen zu so etwas wie einem Problemdruck, Krisenmomenten und damit Vorbedingungen für solchen sozialen Wandel führt, dass dieser also genau dort möglich wird, wo es so eine Art von fehlendem Passungsverhältnis gibt oder wo soziale Institutionen erodieren und die Herausbildung neuer Praktiken und Institutionen erforderlich werden. Dass also kurz gesagt die sozialen Transformationen, um die es hier geht, nicht aus dem Nichts kommen, sondern reagieren auf etwas, was geschieht und was problematisch zu werden scheint, also auf so etwas wie Ermöglichungsbedingungen beruhen. Darin erscheint mir, wir haben jetzt gerade das Marx ja, wo an allen Ecken und Enden gefragt wird, was kann man denn da jetzt noch rausholen, die marxische Einsicht, dass Revolutionen, wie er sagt, nicht nur ein aktives, sondern auch ein passives Element haben, also soziale Akteure und diejenigen, die aus dem, was sich verändert, dann etwas gewinnen, was sie in eine Veränderungsrichtung, die man als progressiv bezeichnen kann, führen kann. Das ist aber eben dennoch genau diese Art von Ermöglichungsbedingungen und den Umstand, dass eben alte Institutionen nicht mehr funktionieren und gewissermaßen, wie Hannah Arendt gesagt hat, die Macht dann auf der Straße liegt, wenn genau das geschehen ist, dass bestimmte Dinge so nicht mehr funktionieren, wie sie funktioniert haben. Das, glaube ich, ist eine der Einsichten, die wir hier übernehmen sollten. Also die Vorstellung, dass es schon in irgendeiner Hinsicht Erosionserscheinungen der alten Ordnung gibt, wenn eine neue hervortritt. Auch das eine marxische Einsicht, die man nicht so weit treiben muss, dass man sagt, die neue Gesellschaft ist immer schon im Bauch der alten entstanden. Auch das kennen Sie sicherlich als einen der Evergreens oder werden es im nächsten Jahr noch viel hören. Ich komme zum Schluss, nämlich zur Frage, wie man eigentlich jetzt den Wandel zum Besseren erkennen kann. Die Antwort ist sehr kurz gesagt genau daran, dass eine neue Situation eine in bestimmten Hinsichten angemessene Antwort auf den alten Problemdruck ist. Es ist nämlich bekanntermaßen schwer, wenn wir sagen, Fortschritt ist Wandel zum Besseren, dann ist ja immer die Frage,
und wie kriegt man eigentlich raus, was das Bessere hier ist. Und dann scheint man angewiesen zu sein auf einen Bewertungsrahmen, den man vorher und außerhalb dieses Fortschrittsprozesses schon haben muss. Man kann ja, wenn man beispielsweise in technisch-instrumenteller Hinsicht danach fragt, was ist Fortschritt, hat man es ja ziemlich leicht. Also die Erfindung der Waschmaschine ist gegenüber dem Waschen mit der Hand, dem mühsamen Waschen mit der Hand, ein Fortschritt. Die Erfindung von Antibiotika oder auch Impfstoffen hat einen erheblichen Fortschritt in Bezug auf die Bekämpfung von lebensbedrohlichen Krankheiten bewirkt. All diese Dinge, und da gibt es noch eine ganze Reihe mehr, können wir sehr leicht in bestimmten Hinsichten als Fortschritt identifizieren. Selbst wenn wir dann sagen, das hat auch Nebenfolgen, also im Fall der Waschmaschine auch ökologische Nebenfolgen, oder selbst wenn dann eine bestimmte, etwas verwöhnte Schicht anfängt, darüber zu reden, warum das Impfen an sich schon doch bedrohlicher sein soll angeblich als die Krankheiten selber. Einer unserer Kreuzberger Ärzte hat dazu gesagt, er hätte das Problem, dass er Patienten hat, die entweder zu wenig wissen, um ihre Kinder impfen zu lassen, oder zu viel, weil sie eben sozusagen in dieser sehr überdrehten Diskurs über die Nebenfolgen medizinischen Fortschritts zu sehr drinstecken. Also man kann auch all das natürlich auf seine Ambivalenzen und auf seine Nebenfolgen hin überfragen, aber im Grunde weiß man, was man meint, wenn man sagt, naja, die Waschmaschine ist ein Fortschritt, nämlich wenn man es leicht haben will beim Waschen, dann hat man eine Waschmaschine und das ist dann leicht als eine, in einer solchen Entwicklungsrichtung zu identifizieren. Was wir hier nämlich einfach meinen, ist, dass wir jetzt bessere Mittel haben, um bestimmte Zwecke, die wir vorher schon kennen, nämlich das mühelose Waschen, zu erreichen. Das scheint aber, wenn es um gesellschaftlichen, um sozialen Fortschritt geht, so leicht nicht zu sein, weil gerade die Zwecke, das Ziel der gesellschaftlichen Lebensvollzüge sich so leicht nicht bestimmen lässt. Wie Sie alle wissen, herrscht hier eine große Auseinandersetzung, große Konflikte. Man wird sich nicht so leicht einigen können darüber, wie man sich über die Waschmaschine einigen kann. Das nun ist genau der Grund, der mich dazu bewegt, an dem gleich anfangs schon gemachten Punkt, nämlich dass Fortschritt ein Bewegungsbegriff ist, also Bewegungsbegriff nicht im Sinne von einem Begriff der sozialen Bewegung, das war es auch lange mal, aber ist es eben tatsächlich heute nicht mehr so, sondern das ist ein Bewegungsbegriff im Sinne einer sich anreichernden Bewegung und ich möchte jetzt hier hinzufügen, einer sich anreichernden Bewegung von solchen Problemlösungsversuchen, die auf Probleme reagieren, die sich gestellt haben. Die These wäre dann, dass es wenn wir fragen, wann ist etwas ein Wandel zum Besseren, dass wir das gewissermaßen freistehend versuchen können zu identifizieren. Nämlich ein Wandel zum Besseren ist etwas genau dann, wenn hier ein erkennbar sich anreichernder Prozess von Problemlösungsdynamiken vielfältiger Art, so kompliziert auch immer das sein mag, das dann im Ende herauszufinden. Aber in dem Sinne ist gesellschaftlicher Fortschritt eben nicht die fortschreitende Bewältigung genau eines Grundproblems oder das Näherkommen von einem sehr vorher festen Set an Werten, die wir auch unabhängig vom Fortschritt schon identifizieren können, sondern es geht um den Prozess, nicht erst um sein Resultat, um das Bewegungsprinzip selber, das wir in bestimmten Hinsichten untersuchen können und sollten. Und zwar, und jetzt bin ich auch wieder bei der Frage der Regression, die in dem Sinne nicht einfach nur ein Nachklapp dieses Projekts ist, sondern geradezu selber zum Kriterium wird. Die Bewertungskriterien nämlich für solche Prozesse als fortschrittliche Prozesse sind, sofern sie Teil eines solchen anreichernden Erfahrungsprozesses sind, dann sind die Prozesse, mit denen wir es hier zu tun haben wollen, sage ich jetzt, das ist eben, wie gesagt, nicht etwas, was einfach so passiert, sind solche, die negativ gefasst, wenn man sich schwer tut, es positiv zu fassen, die negativ gefasst einen Erfahrungsprozess bezeichnen, der nicht systematisch blockiert worden ist, also der nicht von einem bestimmten Typus von Erfahrungsblockaden oder Regressionsmomenten und so etwas reicht von ideologischen Verzerrungen bis zu dem, was man manchmal hermeneutische Lücken genannt hat, also dass man für bestimmte Erfahrungen sozialen Leids schlichtweg noch gar keine Begriffe hat, aber auch nicht hat finden können, weil sie in bestimmten Hinsichten verdeckt sind, unsichtbar gemacht werden.
bis hin zu kollektiven Handlungserfahrungen, Erfahrungsarmut und gewissermaßen einer ganzen Typologie von sozialen Pathologien, die dazu führen, dass eben das ein solcher sich progressiv darstellender Prozess nicht stattfindet. Das ist also ein negativistisches Vorgehen in gewisser Weise. Es geht um die Abwesenheit von Regression, von Erfahrungsblockaden. Es ist aber auch ein Vorgehen, das den Vorteil hat, und damit komme ich auf die anfangs genannte Problematik des Ethnozentrismus, des Fortschritts oder der Vorstellung, da gibt es die eine Bewegung, der dann alle anderen nachgehen. Eine solche am Prozess selber orientiertes Vorgehen des Analysierens solcher progressiver und regressiver Entwicklungsmomente hat unter anderem den Vorteil, dass man das, dass das nicht die eine einzige und große Entwicklung sein muss, sondern dass man an ganz verschiedenen Entwicklungsprozessen, die irgendwo angefangen haben, die irgendwo aufhören, die ihre eigenen Bedingungen und eigenen Komplexitäten haben, jeweils dieses Kriterium anlegen kann, ohne das, was, wenn man den Fortschritt als etwas, was auf das große Ziel und Ende zuläuft, man unweigerlich tun würde, nämlich dann zu identifizieren, na, die einen sind schon ein Stück weiter, die anderen sind nicht so weit. Mit dem Modell, was ich hier vorschlage und vorzuschlagen gedenke, kann man zwar sagen, was schiefgehen kann und warum man sozusagen in einer bestimmten Entwicklung gescheitert ist, aber das lässt sich multidimensional und auf sehr verschiedene Entwicklungsprozesse ausdehnen und anwenden. Ganz zum Schluss noch ein Adorno-Zitat, um das Vorgehen bei der Regression noch einmal zu illustrieren und zu motivieren. Das, was Fortschritt ist, lässt sich, also will man einer solchen Dialektik des Fortschritts gerecht werden, eigentlich nur vom Begriff des Rückschritts oder der Regression her verstehen. Und ich zitiere Adorno: Denkbar ist ein Zustand, in dem die Kategorie des Fortschritts ihren Sinn verliert und der doch nicht jener der universalen Regression ist, die heute mit dem Fortschritt sich verbündet. Dann verwandelte sich der Fortschritt in den Widerstand gegen die immerwährende Gefahr des Rückfalls. Fortschritt ist dieser Widerstand auf allen Stufen, nicht das sich überlassen an einen Stufengang. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Rahel Yeghi. Ich denke, es hat sich gelohnt, sich die Zeit zu nehmen. Und wir wussten schon vorher, auf was wir uns ungefähr einlassen, nämlich auf sehr tief liegende Fragen, die uns, denke ich, alle beschäftigen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Sicher viele hier akademisch, aber das ist natürlich für uns als politische Stiftung, als grüne Stiftung und überhaupt für Leute in der politischen Praxis eine enorm wichtige Frage. Ich würde vielleicht, wenn Sie gestatten, das Gespräch mal so ein bisschen aufnehmen und Sie überlegen sich schon mal, was Sie gerne beitragen würden oder vielleicht auch einfach fragen wollen. Wir haben jetzt noch so eine Dreiviertelstunde Zeit. Ich würde sagen, so 8:45 würden wir dann Schluss machen, damit wir dann noch beim Bier oder wie auch immer weiter diskutieren können. Ich muss noch mal fragen, und zwar nicht nur, weil wir hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung sind, nach dem Zusammenhang von Fortschritt und Technologie. Du hast dazu ja einiges gesagt und es drängt sich ja irgendwie die Diagnose auf, dass sozusagen das Fragezeichen nicht, wie wir das lange überlegt und diskutiert haben, da einsetzt, wo man sagt, man muss jetzt sozusagen den technologischen Fortschritt auch wirklich in sozialen Fortschritt übersetzen. Wir brauchen eine gesellschaftliche Aneignung von technologischem Fortschritt, sondern dass die Skepsis bei vielen viel tiefer greift. Das ist zumindest die Beobachtung, die ich hier mache, nämlich dass man überhaupt anzweifelt, dass sich technologischer Fortschritt noch das Potenzial hat, sich in sozialen Fortschritt zu übersetzen. Also ist da was dran oder ist das sozusagen eher ein interessanter Punkt für ein emanzipatorisches Nachdenken über Fortschritt oder ist das eher Teil
des Problems, dass dieser Zusammenhang nicht mehr hergestellt wird? Naja, ich hab's ja ein bisschen versucht anzudeuten. Ich glaube, mit großem Recht hat man den Zusammenhang angezweifelt. Ja? Also mit großem Recht ist sozusagen die Vorstellung, wenn das eine mal da ist, dann zieht das andere alles unwiderstehlich mit, hat sich einfach herausgestellt. Und zwar nicht nur deshalb, es gibt ja zwei Probleme dabei. Das eine Problem ist, dass der technologische Fortschritt selber sich als destruktiv erweisen kann und auch hat in manchen Teilen. Und das zweite Problem ist, wie hängt eigentlich das eine mit dem anderen zusammen? Ich glaube, so ein allerletztes Aufglimmen von so einer Hoffnung, dass technologischer Fortschritt irgendwie doch mit sozialem Fortschritt zusammengeht, hat man im arabischen Frühling nochmal gehabt. Und das ist aber auch sehr, sehr schnell, hat sich das ja wiederum erledigt. Ja. Da gab es ja so ganz kurz mal die Vorstellung, ja, da sieht man ja, dass neue Medien und also dass die sozialen Medien und der Umstand, dass alle Handys hatten und dass sie sich ganz schnell koordinieren können und so weiter, dass das eben doch zu sowas wie neuen Formen von Öffentlichkeit von dem und eben dann letztlich zu einem Kampf für Demokratie führt. Das hat sich dann ja auch, also sozusagen in verschiedenen Hinsichten, nicht nur weil der arabische Frühling selber, ambivalenten Ausgang hatte, sondern auch, weil es ja klar ist, dass dieselbe Technologie zu ganz verschiedenen Dingen führen kann. Das soll jetzt nicht sagen, dass sozusagen die Technologie selber völlig neutral ist. Ich sage ja gerade, die wirkt sich auf unsere Lebensverhältnisse aus. Und das zu leugnen und zu leugnen, dass alles, was man dann an sozialem Fortschritt sich vorstellen kann, aber auch die Möglichkeiten dafür, die sich ergeben, dass das irgendetwas damit zu tun hat, das wäre Quatsch. Also wieder Downton Abbey, ja, da gibt es so eine schöne Szene, wo die Familie da sitzt und zum ersten Mal an so einem knarzenden Radioempfänger, der eben neu angeschafft wird, hören sie dann die Rede der Queen. Und dann gibt es so einen Moment von Unsicherheit, weil die nicht genau wissen, wie man sich jetzt verhält. Weil eigentlich muss man ja aufstehen. Und dann stehen die auch auf. Und gleichzeitig ist so klar, dass es was ganz Komisches hat, wenn man vor so einem knarzenden Radioempfänger auf einmal alle so andächtig aufstehen. Und ich meine, das sind so Momente, wo man denkt, na klar, das wird, also diese Lebensweise wird diese Technologie nicht überstehen. Ja? Aber gleichzeitig wissen wir auch alle, dass die Erfindung des Rundfunkempfängers zur totalitären Massenmobilisierung geführt hat. Ja? Also insofern dazu sagen, also es ist klar, dass solche Dinge Veränderungen ergeben, ist aber nicht, also auch soziale Veränderungen ergeben, dass sie auf soziale Verhältnisse wirken und darin zu sagen, die Bedingungen einmal gründlich umwälzen können. Es ist aber nicht klar, in welche Richtung normativ betrachtet jetzt. Ja. Und insofern glaube ich, man muss es einerseits wieder in der Diskussion, es ist ein Fehler, die Sachen so komplett auf, naja, dann reden wir eben nur über moralischen Fortschritt, das darauf einzuschränken. Auf der anderen Seite, und es wäre auf der anderen Seite sicherlich ein Fehler, wieder zu glauben, dass man irgendeinen direkten Zusammenhang und vor allem und gar schon eine direkte, also sozusagen normative Richtung aus der Verbindung nehmen könnte. Aber wenn Fortschritt so etwas wie Wandel im Wandel ist, ja, also Wandel sozusagen, die sozialen Verhältnisse wandeln sich ohnehin, also die wandeln sich technologisch, die wandeln sich sozial, die wandeln sich in der Veränderung aller möglicher sozialer Praktiken. Und Fortschritt ist dann im Grunde der Wandel, den man aus verschiedenen Gründen und den verschiedenen Akteure aus diesem Wandel heraus gestalten können. Ja. Dafür ist dann wiederum die Untersuchung dessen, was sich an Kommunikationsweisen verändert hat, was sich an Arbeitsformen verändert hat. Also ich meine, die riesige Veränderung, die sich ergibt dadurch, dass eben heute anders gearbeitet wird. Also ich meine, auch da, man kann jetzt, wie gesagt, ab und zu mal Marx so einstreuen und sagen, so ganz falsch ist es ja nicht zu glauben, dass neue Formen, also dass Technologien und neue Formen der Organisation von Arbeit auch zu einer neuen Gesellschaft führen. Also es wäre ja umgekehrt auch da totaler Quatsch zu denken, dass es das nicht tut. Also ich versuche es nochmal ein bisschen zuzuspitzen, dass technologische Entwicklung ambivalent ist, dass sie erstmal auch weder gut noch schlecht ist, obgleich sie Gesellschaft zutiefst prägt. Ich glaube, das hat die Linke schon lange begriffen und da muss man gar nicht jetzt in die 50er Jahre, sondern natürlich hat auch der Faschismus eine technologisch extrem progressive Seite, was ihn ja gerade doppelt bedrohlich gemacht hat. Aber was ja vielleicht tatsächlich abhanden gekommen ist, ist die Idee, und zwar gar nicht im Sinne von Motivation und Optimismus, sondern im Sinne einer begründeten Zuversicht,
dass man Technologie sich sozusagen in einem emanzipatorischen Sinn überhaupt noch aneignen kann. Müssen wir das wiederentdecken? Oder ist da ein Zweifel, der so tief sitzt, dass man diesen Zusammenhang im Sinne einer begründeten Zuversicht der gesellschaftlichen Aneignung technologischer Entwicklung irgendwie anders fassen muss, als das wird jetzt vielleicht lange. Also ich glaube, Aneignung ist da schon genau der richtige Begriff. Also das heißt ja auch, man muss es sich erst aneignen. Es ist etwas, was nicht ohnehin irgendwie passiert, sondern also die Frage ist, kann man dazu ein Verhältnis haben, das so ist, dass man sich das in einem begründet, würde ja dann auch heißen, in dem Sinne aneignet, dass man das, was daran bestimmte, also positive Entwicklung befördert, gewissermaßen herausarbeitet, aufgreift und andere Dinge, also sich in anderen Hinsichten dem Zwang, der dadurch zu entstehen scheint, dass bestimmte Dinge jetzt möglich sind und da müssen wir sie auch wollen, sich entzieht. Auf der anderen Seite, ich meine, es gibt doch eine seltsame, also das ist vermutlich jetzt für die Erfahrungswelt der Grünen hat das nochmal eine ganz andere Dimension und hat das eine größere, also Relevanz, Präsenz und Tiefe. Ja? Aber dass nicht auch diejenigen, die, wenn man sie so fragt, wie ist, also glaubst du an Fortschritt, glaubst du, dass man irgendwie unterscheiden kann, ob es besser wird oder schlechter wird, irgendwie sagen würden, na, weiß man nicht so genau, wird anders, aber besser, will man sich jetzt gar nicht rausnehmen, das zu beurteilen. Und auch diejenigen, die sagen würden, das eine hat, der technische Wandel hat mit dem anderen nicht direkt was zu tun. Also benutzen tun es doch alle mit großer Euphorie. Vielleicht nicht mit dem, also vielleicht eben gerade zu wenig mit dem Bewusstsein darüber, dass es unser Leben so verändert, dass wir es gestalten sollten und aneignend gestalten sollen. Eine letzte Frage, die ich unbedingt noch stellen wollte, bezieht sich jetzt tatsächlich nochmal auf diese Figur von Wandel oder Wandel im Wandel, die ja auch in dem Begriff oder in dem viel gebrauchten Begriff des Progressiven so angelegt ist. Wir sind ja irgendwie, das ist ja immer so das kleinste gemeinsame Adjektiv, dass man irgendwie progressiv davor schreibt oder emanzipatorisch. Und gleichzeitig, finde ich, stellt sich doch da auch eine, würde ich jetzt mal rausnehmen, fundamentale Anfrage der Gestalt, dass man ja nochmal fragen könnte, was ist eigentlich sozusagen in der veränderten Gesellschaft mit dem Konservativen? Sozusagen jetzt mal in Relation, also wenn man es wörtlich nimmt, in Relation zu dem progressiven Veränderten, weil wir ja wahrscheinlich schon sagen würden, bei aller Kritik und auch grundsätzlicher Kritik an dieser Gesellschaft, dass wir das Gefühl haben, wir haben sehr viel zu verteidigen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also ich weiß nicht, in der Agrargesellschaft, im Feudalismus gab es sicher auch das eine oder andere zu verteidigen, aber das hat ja jetzt eine andere Qualität. In einer Gesellschaft, in der man zwar viele Probleme sieht, auch viele Schieflagen, aber gleichzeitig ja sich auch irgendwo in der Situation empfindet, wo man vielleicht sogar sagen würde, da ist der Kampf, zielt der Kampf eben auch auf Verteidigung, auf Bewahrung in dem Sinn von institutionellen Settings, von bestimmten Errungenschaften der Demokratie, die ja überhaupt noch relativ neu sind. Ja. Also seit wann reden wir in Deutschland, würden wir sagen, das sind irgendwie demokratische Institutionen und so weiter. Also wie ist es eigentlich mit dem Progressiven und dem Konservativen als so Orientierungsbegriffe, die uns interessieren? Also erstens finde ich es lustig, dass du sagst, auf progressiv kann man sich immer einigen. Den Eindruck habe ich nicht. Also ich meine in dem linken, sozusagen ja, in dem Diskurs, auf den die Sache, ich so, auf den Begriff, aber doch schon lange nicht mehr. Also der Zeit, wo, wenn man das so ein bisschen in die, sozusagen noch den Beginn der neuen Linken, die ja auch schon gewissermaßen Einsichten hatte in die Ambivalenzen des Fortschritts, ja, aber sozusagen mit welcher Selbstverständlichkeit die Linke sich als progressive, die progressive Kraft betrachtet hat und damit ja auch gewissermaßen Anleihen oder irgendwie dann mit profitiert hat von der Vorstellung, dass sowas auch unwiderstehlich ist. Ja. Ja. Also der Fortschrittsbegriff hat ja so in der
in der politisch-historischen Semantik hat der genau das für sich oder genau die mobilisierende Kraft, dass man denkt, naja, wenn es fortschrittlich ist, dann geht es gar nicht anders. Dann ist man sozusagen Teil dessen, der unwiderstehlichen Kraft, die auf jeden Fall siegen wird. Also die Zeiten, wo die Linke sich das zu eigen gemacht hat, sind ja aus verschiedenen Gründen und vielleicht auch glücklicherweise vorbei. Insofern würde ich sagen, so einfach ist das gar nicht. Und auch mit dem Begriff der Emanzipation, ja. Aber ich glaube ja eher, dass sich viele Linke einerseits so verhalten, dass sie, und das meinte ich auch am Anfang, als ich gesagt habe, mit der jetzt, wo wir mit großen Regressionsphänomenen zu tun haben, wird auf einmal so klar, dass man zwar die ganze Zeit über Fortschritt und Emanzipation so ein bisschen, sagen wir, rumgenölt hat, poststrukturalistisch oder anders motiviert, aber dass man irgendwie ja doch geglaubt hat, also dass sozusagen die Sicherheit, dass das irgendwie Fortschritte sind und die Vorstellung, dass es irgendwas gibt, was sich emanzipativ auswirken wird. Ja, also die Rechte schwuler, lesbischer, queerer, aller möglicher Menschen, die jetzt langsam in den Einzugsbereich gekommen sind, dass das irgendwie ein Fortschritt ist und dass das Emanzipationsprozesse sind, das ist, glaube ich, auch wenn man das Wort nicht gerne nennen möchte, ist doch relativ tief verankert. Also insofern würde ich erst mal sagen, dass mit dem Progressiv sind wir immer schon, das stimmt, also das stimmt tatsächlich nicht. Die Sache mit dem Progressiv und Konservativ, ich glaube, dass konservativ nicht der Gegenbegriff zu progressiv ist und dass das Bewahren auch nicht der Gegenbegriff zu einem richtig verstandenen, einer richtig verstandenen Vorstellung, tut mir leid, meine Stimme ist heute komisch, einer richtig verstandenen Vorstellung von Fortschritt ist. Der Gegenbegriff ist regressiv, ist Regression. Und das ist ja nicht einfach konservativ. Es ist ja nicht so, dass jedes Beharren darauf, also ein Beharren auf Verhältnissen, von denen man irgendwie denkt, dass sie gut sind und die weder, die nicht erodieren, die nicht krisenhaft sind, die nicht, wo man nicht, um diese Verhältnisse zu stabilisieren, alle möglichen gewissermaßen Blockaden errichten muss, damit das bloß nicht so auffällt. Das ist doch nichts, was entgegen, also das, was sozusagen dem Fortschritt entgegensteht, sondern die Regression. Also das, also wenn man sagt, Fortschritt ist sowas, wenn man von Fortschritt reden will und das nicht einfach nur macht, um zu sagen, es ist gut. Wenn man da tatsächlich, wie meine These ist, sagt, das hat etwas damit zu tun, dass sich hier ein Erfahrungsprozess anreichert und der kann aber auch sich wieder abreichern. Abreichern ist jetzt blöd, aber sozusagen, der kann auch verarmen. Ja, es gibt auch die Verarmung von gesellschaftlichen Erfahrungsprozessen. Es gibt eine regressive Blockade davon, überhaupt auch nur verstehen zu können, geschweige denn gestalten zu können, wie wir leben. Das ist das, was ich als Gegenbegriff zu Fortschritt etablieren möchte. Das Konservative, das kann man, also ja, solange das, also, oder konservativ jetzt in deinem Sinne, wir würden gerne die Errungenschaften der Emanzipation ja letztendlich erwarten. Aber selbst etwas Konservatives, was du jetzt vielleicht gar nicht im Blick gehabt haben magst, also was sozusagen in einem anderen Sinne an bestimmten Beharrungsdingen festhält, in dem Moment, wo das nicht problematisch ist, ja, in dem Moment, wo man nicht an einer bestimmten Struktur des intimen Innenlebens festhält, um damit über das kalte, harte ökonomische Außenwelt hinwegzutäuschen, in dem Moment, wo man nicht an bestimmten Traditionen festhält, um gewissermaßen irgendwie als Schmiermittel für das, was es an Herrschaftsverhältnissen und krassen Verhältnissen der Ungerechtigkeit, also wenn das alles nicht der Punkt ist, dann ist das doch völlig unproblematisch. Also sollen, ja. Ich finde politische Semantik spannend. Also dass man eigentlich ein konservatives Element braucht, geradezu in dem Sinn, zumindest so, das ist ja nichts anderes, als was du sagst, um progressive Politik vollumfänglich zu beschreiben. Ich wäre mit meinem Intro durch und würde jetzt die Runde erweitern und bitte mutige vor. Vielleicht gehen wir so ein bisschen von links nach rechts rüber. Wir haben ein Saalmikrofon. Stefan Depping ist auf dem Weg und vielleicht fangen wir hier drüben an. Wir würden ein paar Fragen sammeln, ein paar Statements und dann... Hast du einen Stift? Ich habe immer nur einen, aber Zugang, den schenke ich dir. Hallo, ich bin Susanne Ehlerding, ich bin Journalistin und ich möchte gerne etwas beschreiben, was mich verunsichert. Da gibt es das Phänomen, dass besonders Männer
Frauenrechte verteidigen, immer wenn dann, wenn sie sie gefährdet sehen durch zugewanderte islamischen Glaubens. Und das ist dann immer so einerseits, dass man denkt, ja super, hat doch jemand mal was verstanden. Andererseits spürt man natürlich auch, dass es also einen regressiven Teil hat, nämlich dass derjenige, der dann eben die Frauenrechte nicht achtet, dann doch am besten wieder dahin gehen soll, wo er hergekommen ist. Und das kippt immer so in meinem Kopf und ich vielleicht können Sie das Phänomen ein bisschen deuten für uns. Dann jetzt. Okay. Dann Stefan hier, dritte Reihe. Guten Abend. Mein Name ist Kerim El-Assadi. Hallo. Ich bedanke mich für diese Einladung und für die Veranstaltung. Und es ist oft eigentlich, wenn man hier spricht, dann fragt man, wo ist die Frage? Wobei man nicht nur fragen muss, aber trotzdem, ich habe auch eine Frage. Ich habe auf jeden Fall eine Bemerkung, die mit dem Begriff moralischer Fortschritt zu tun hat. Gibt es in der Tat einen moralischen Fortschritt und einen unmoralischen Fortschritt? Und eigentlich gibt es auch einen Fortschritt als Wandel zum Besseren in einem bestimmten Ort, bestimmten Land und in einem bestimmten Kontinent, der als Rücktritt in einem anderen Ort, Land oder Kontinent wirkt. Das heißt, hier ist das mit, wo ist dieser Fortschritt verbunden, eigentlich eher, aber auch mit wann ist das, mit wann ist Fortschritt geschah und welchen Einfluss hat dieser Fortschritt auf einen anderen Raum zu tun. Ich meine, der Fortschritt soll die Überzeugungskraft mithaben, alle Menschen des irdischen Planeten von seiner Kraft zu überzeugen, das ist richtig gewesen und richtig ist und ich bin davon begeistert. Und ich mache das mit und ich freue mich darüber. B-52 als Flugzeug ist ein technologischer Fortschritt in den USA und ist eine Katastrophe für andere Länder. Daher möchte ich eigentlich fragen, eigentlich was ich jetzt geäußert habe, möchte ich auch als Frage darstellen. Vielen Dank. Okay, wir würden noch zwei Wortmeldungen nehmen. Hier vorne, guck mal, Stefan, da, genau. Sie vielleicht, genau. Bitte schön. Ja. Dieter Lehmkuhl, ich habe noch eine Frage zur sozialen Aneignung, weil mir die nicht so ganz befriedigend gelöst war. Denn ich denke, das ist ja auch eine Machtfrage. Wir haben die Ambivalenz der technologischen Entwicklung, wenn man die großen Internetkonzerne ansieht. Und die Frage, ist das noch steuerbar im Sinne der sozialen Aneignung? Heute in Social Europe war ein Kommentar zum Weltwirtschaftsforum. Dort soll die Anekdote gehen. 1% machen die Regeln, 5% spielen danach und die restlichen 95% wissen gar nicht, dass ein Spiel gespielt wird. Vielen Dank. So, jetzt noch Micha Brumlik und dann geben wir zu Rahel nach vorne. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum es nötig ist, den Fortschrittsbegriff in einer philosophischen Perspektive
aus dem normativen Bereich auszugliedern, beziehungsweise ihn durch soziologisierende Begriffe wie Konfliktlösungsfelder und anderes zu ergänzen. Im Grunde ist doch alles gesagt und der Name muss jetzt fallen, seit Hegel, Weltgeschichte, Fortschritt des Geistes im Bewusstsein der Freiheit, wir könnten noch addieren, der Würde aller Menschen und umfassender Gerechtigkeit, Punkt. Wozu noch diese genetischen und nicht geltungsbezogenen Begriffe von Erfahrung, Konfliktlösungspotenzialen etc.? Ganz einfache Antwort, weil es auch bei Hegel nicht nur geltungsbezogen, sondern genetisch ist. Also weil es auch bei Hegel so ist, dass die Vorstellung eines Fortschrittes im Selbstbewusstsein der Freiheit eine ist, die sich auf einen normativ imprägnierten Geschichtsprozess gerichtet hat, die nicht einfach nur war, Hegel hat jetzt erfunden, dass Freiheit toll ist, sondern die ihre Kraft daraus, also diese Geschichte, der geschichtsphilosophische Plot, der, wenn man den überhaupt noch verfolgen möchte, was viele nicht wollen, was ich in bestimmter Weise mache, aber es in anderer Hinsicht ja deflationiere. Wenn man dem folgen will, dann muss man den, also dann kann man ihn genau in der Hinsicht nachvollziehen, dass man sagt, was hier beschrieben wird, ist eigentlich wie Institutionen erodieren, weil es ihnen nicht gelingt, dem Umstand, dass Menschen frei sind und dass sie frei ihre Lebensverhältnisse gestalten, dass sie das aber tatsächlich ohnehin tun, dass die Lebensverhältnisse solche sind, über die man sich nur mit gewissermaßen unglaublichen Illusionsmaschinen und unglaublichen Blockadeveranstaltungen, wo man sich nur mit solchen darüber täuschen kann, dass es tatsächlich eigentlich, dass Menschen diejenigen sind, die ihre Lebensbedingungen in weitem Maße natürlich unter Einbeziehung dessen, dass es Bedingungen und Bedingtheiten und alle möglichen Voraussetzungen gibt, unter denen wir das tun. Aber sozusagen der Umstand der Selbstbestimmung ist das, was Hegel mit dieser geschichtsphilosophischen Einsicht gewissermaßen historisiert hat, aber gleichzeitig als Normativen gefasst hat. Insofern ist es auch gar nicht richtig, wenn du sagst, ich ziehe das aus dem Raum des Normativen. Ich versuche eigentlich, also wenn ich jetzt diese ganze Rede von Krisenerosionen und Problemlösungen ausführen würde, was ich hier nicht kann. Was ich eigentlich mache, ist, dass ich genau diese Art von dialektischem Erfahrungsprozess, den Hegel in der Geschichtsphilosophie, also der Fortschrittsprozess ist, dass ich von dem sage, den kann man und muss man anders rekonstruieren. Dann wird man auch bestimmte hegelische Einsichten, also dann wird man auch bestimmte Vorurteile, die man so über Hegel hat, nämlich da macht der Weltgeist alles und es geht sozusagen über die Menschen hinweg und die tun da gar nichts mehr. Das stimmt ja auch mit einem, wenn man mal von dem, was Pinkert Lazy Reading of Hegel nennt, wenn man davon mal Abstand nimmt und sich tatsächlich auch die hegelische Geschichtsphilosophie als etwas ansieht, was auf eine, also finde ich, ziemlich attraktive Weise immanente Entwicklungsprozesse und also eben ins Soziale, in der Geschichtsphilosophie ist es auf soziale und auf historische Formationen schon bezogen, in anderen Teilen des Werks ja anders, aber sozusagen eine bestimmte Dynamik dessen, wie aus bestimmten Spannungen und Widersprüchen und Krisenmomenten hinaus sich die soziale Ordnung etabliert und ihr Recht genau daraus gewinnt, dass sie diese Geschichte hat. Und diese Geschichte, ich nenne sie jetzt Problemlösungsgeschichte, ich glaube, das ist aber nicht weit weg von Hegel. Und deshalb ist es aber so, ich nehme das gar nicht aus dem Normativen raus, sondern ich versuche nur auf der Einheit von gewissermaßen Soziologie und normativer Theorie hier zu beharren. Ich versuche nur zu sagen, das ist jetzt sozusagen die philosophische Metadiskussion dazu, das ist einer der Begriffe und den auch geschichtsphilosophisch zu fassen und nicht einfach zu sagen, wir machen das jetzt mal deontologisch, kann man ja auch machen, auch viele. Ja? Also viele von denen, die im Moment daran festhalten, sagen dann so, naja, wir wissen doch irgendwie, worauf es hinausläuft, Freiheit, Gleichheit, und dann lass uns mal einen deontologischen Fortschrittsbegriff, weil wir brauchen den so als Wegweiser. Das halte ich aber für völlig überflüssig. Dann braucht man den Begriff gar nicht. Also dann ist sozusagen, dann kann man in der Abwägung dessen, wie beladen ist der, wie schwer ist es, dem wieder ein bisschen Leben einzuhauchen, könnte man sagen, ist doch, also dann ist es echt egal, dann lass es uns anders nennen. Ich finde an dem Fortschrittsbegriff wirklich den Umstand, dass es ein Wandlungsbegriff ist und dass dabei der Wandel selber normativ verfasst ist.
und seine Rechtfertigung. Das geht immer davon aus, dass wir es nicht so einfach haben. Also ich meine, wir haben ja den Kantianer, Hegelianer Streit schon immer, aber also auch wir. Aber das ist immer davon ausgehend, dass die Alternative nicht so leicht zu haben ist. Also dass die Alternative, die sagen würde, warum, ich weiß doch tatsächlich, worauf es hinausläuft und deshalb kann ich auch, dann brauche ich auch noch nicht mal eben eine Teleologie, sondern ich kann es gleich deontologisch machen. Wenn man sozusagen in einer anderen, in der philosophischen Welt lebt, in der man glaubt, dass das nicht so einfach ist, dann hängt man daran, diese Art von freistehenden, normativ verfassten, sich anreichernden Entwicklungsprozesse zum Teil der normativen Begründung und Begriffsbildung zu machen. So. Und wie gesagt, ich glaube, bei Hegel ist das genauso. Ich glaube auch nicht, dass man den unbedingt in diesem ganz platten Sinne, also so in dem Adorno-Zitat klingt ja auch nochmal so an, ja, bei Hegel ist es nicht nur so, oder bei einer eben nicht negativen Dialektik, sondern hegelschen Dialektik, oder bei bestimmten Fortschrittsbegriffen, das geht nicht nur von selber seinen Stufengang, sondern man weiß auch schon, was am Ende der Stufe ist und so. Ich glaube, das ist bei Hegel gar nicht so. Also Freiheit ist bei Hegel nicht einfach so die Trophäe, die du am Ende des historischen Weges kriegst, sondern das ist etwas, was sich entfaltet. Gut, aber das war jetzt sozusagen die Metadiskussion. Die Sache mit der Machtfrage und der Aneignung, der technologischen Aneignung, natürlich, also vollkommen richtig. Ja, die Frage, also ich glaube, es ging jetzt auch weder Peter noch mir darum zu sagen, na, mach doch einfach nur, sondern also die Frage der Aneignung muss ich ja mit der Frage der Aneignungshindernisse auseinandersetzen. Und das, was man gerade in Bezug auf den technologischen Fortschritt, ich glaube, so in unserem Alltag erleben wir das alle ja sehr stark an der Art und Weise, wie sich das Equipment, mit dem wir so zu tun haben, verändert, wo man so denkt, naja, da gibt es, soll man das Fortschritt nennen, dass man alle 2 Jahre seinen Computer wieder wegschmeißen kann, weil, nicht nur weil er kaputt ist, sondern weil sozusagen die Datenmengen so geworden sind oder bestimmte Dinge sich so entwickelt haben, dass man gewissermaßen also wirklich gezwungen wird, in bestimmte darein das so weiter mitzumachen. Ich glaube, wenn Peter von Aneignung geredet hat und ich das positiv aufgenommen hat, dann heißt das natürlich auch zu reflektieren, welche wirtschaftlichen Dynamiken das sind und welche Machtverhältnisse das sind, die den technologischen Fortschritt, die ein Interesse daran haben und die davon leben, diesen als so unwiderstehlich da stehen zu lassen. Ja? Also insofern glaube ich nicht, dass man das, also dass das da per se draußen wäre. Aneignung heißt ja tatsächlich Aneignung gegen Widerstände. Ja? Und die Widerstände sind zum Teil Interessen, Macht, Herrschaft, alle möglichen Konflikte, die sich dem entgegensetzen. Wenn man mal anfangen würde, darüber nachzudenken, welche Art von Technologie wollen wir eigentlich, brauchen wir, welche Art von Technologie macht unser Leben eigentlich besser und eben nicht schlechter. Die erste Frage und die zweite würde ich vielleicht so ein bisschen zusammennehmen, weil ich glaube, eine der wenigen Antworten, die ich auf das Problem, was ja im Moment ein großes Problem ist, habe, ist, dass um da von Fortschritt reden zu können oder auch von emanzipativen Entwicklungen, also um sagen zu können, na, das ist doch eine positive Entwicklung, wenn sich jetzt auch Männer oder wenn sich Männer endlich der Frage der Gewalt gegen Frauen annehmen, man dann feststellt, das tun sie aber immer genau dann, und es gibt ja dafür schon richtig den Fachbegriff, die Floskel, ja, weiße Männer, die braune Frauen vor braunen Männern schützen möchten. Da kann man doch, oder eben weiße Frauen, also dann besonders, ja, mit diesem eben imaginären, dass da kommt jetzt eben der böse nicht-deutsche Mann, der unsere deutschen Frauen vergewaltigt. Das ist ja relativ viel diskutiert, und ich glaube, dass man darauf, und das ist, glaube ich, auch das, was ich auf die zweite Frage antworten würde, darauf kann man, glaube ich, immer nur sagen, zu dem Gucken auf den Prozess selber, den ein solcher Emanzipationsgewinn haben soll, gehört auch immer, dass man sagen wird, das müssen die Betroffenen in bestimmter Hinsicht selber wollen. Sie müssen nicht alles selber machen, aber sie müssen es selber wollen. Sie müssen selber Teil von dem sein, was hier gemacht wird. Die durchschaubaren Manöver, mit denen im Grunde nur unter dem Vorwand des Schutzes bestimmter vorgeblich schwache Bevölkerungsgruppen ein ganz anderes Süppchen gekocht wird, indem man sozusagen seine Fremdenfeindlichkeit damit ganz gut maskieren kann, weil man in das Gewand sozusagen dessen, was als
demokratisch, emanzipatorisch, fortschrittlich gilt, geschlüpft ist. Das kann man, glaube ich, mit einem feiner gefassten Fortschrittsbegriff ganz gut fassen. Also den Umstand auch, das führt ja dann auch zu der Frage, wie man eigentlich den Umstand, dass im Namen des Fortschritts so viele vorgeblich eben nicht fortschrittliche Teile der Welt beglückt werden sollten. Da kann man dann doch immer nur sagen, wenn man den Fortschrittsbegriff richtig versteht, dann wird man das nicht als Fortschritt auffassen. Ja? Also dann wird man, das hat aber ja auch genau etwas, also auch in der Hinsicht würde ich sagen, dass die ich glaube nicht, dass ich eine Formalisierung des Fortschrittsbegriffs vorschlage, aber ich versuche ja doch zu sagen, wenn wir jetzt über Fortschritt als Wandel zum Besseren reden, dann können wir nicht als erstes überlegen, und was sind jetzt genau die Werte, um die es da gehen soll. Also sozusagen, wir fassen das nicht von Anfang an substanziell, sondern man guckt sich an, wie sich das vollzieht. Und dieses, wie sich das vollzieht, beinhaltet dann natürlich, dass ein Fortschritt mit herrschaftsförmigen Mitteln oder im Interesse der Aufrechterhaltung von Herrschaft irgendwo vorgetragen, durchgesetzt und importiert, dass das diesem Kriterium nicht genügt. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal nach rechts und sehe da auch schon eine Hand. Stefan, siehst du sie auch? Bitte schön. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, wer denn jetzt eigentlich legitimiert ist, etwas als Fortschritt oder Regression zu definieren. Also wenn man mal zwei einfache Beispiele nimmt, zum Beispiel Liberalisierung des Welthandels, da werden, glaube ich, eine Menge Chinesen das eher als Fortschritt sehen und eine Menge Leute in den Appalachen in den USA oder Trump selber das eher als, ja, sicherlich nicht den Begriff der Regression da verwenden, aber das eher als Rückschritt sehen. Und genauso werden viele Engländer den Brexit als Fortschritt und Selbstermächtigung sehen und andere Engländer oder vielleicht auch Europäer werden das ganz anders deuten. Mir ist nicht klar, wer ist denn legitimiert, etwas, und Fortschritt ist ja positiv von Ihnen belegt und Regression eher negativ, wer ist denn legitimiert, das zu deuten? Gibt es hier auf dem von mir aus rechten Seite noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Gut, dann, Rahel, hast du eine Frage? Dann darf ich eine Frage stellen? Ja, nee. Du hast gerade eine gestellt gekriegt. Du darfst aber auch gerne noch eine. Wer darf das definieren? Also ich meine, im Grunde geht es ja unter anderem darum, also es ist ja klar, dass diese Dinge, so etwas wie die Ausweitung des Welthandels in bestimmten Hinsichten, so etwas wie Brexit, dass die unterschiedlich bewertet werden können. Also dass sozusagen all das, was wir als Fortschritt, also als Wandel zum Besseren aus einer Perspektive beschreiben können, sich aus anderen Perspektiven als das Gegenteil oder als ambivalent oder dass sie eben umstritten sind. Das ist ja genau das, was die Sache schwierig macht oder warum man überhaupt weiterfragt und sich dann fragt, was könnte man eigentlich an Kriterien, mit welcher Art von Kriterien könnte man eigentlich ankommen, um irgendwie nicht einfach nur sagen zu können, da gibt es eben einen Konflikt. Ja, die einen haben ein Interesse daran, die anderen haben ein Interesse an etwas anderem. Also in sehr, sehr vielen Fällen wird einfach nur das der Fall sein. Es gibt aber, glaube ich, viele Fälle und Brexit ist da dann vielleicht dafür das interessantere Beispiel. Es gibt aber auch viele Fälle, bei denen man möglicherweise mit der bloßen Interessensperspektive nicht so weit kommt. Ja, man könnte ja auch, oder auch viele der anderen Fälle, die ich vor Augen habe, wenn ich sage, wir erleben sehr viele Regressionsphänomene zurzeit. Ja, also dass die Bewegungen, die sich gegen die Political Correctness richten, die Bewegungen, die sich gegen die Ausweitung, also gegen Queer Theory, jetzt auf der theoretischen Ebene gegen Adoptionsrechte, Eherechte, also alle möglichen Dinge, die sich in dem Spektrum getan haben, richten. Man kann jetzt einfach nur sagen, ja, dann haben eben die anderen haben jetzt Überhand. Ja? Die haben eben jetzt, die sind wieder mehr geworden, die haben einen guten historischen Moment, die haben jetzt irgendwie, die können ihre Interessen besser durchsetzen, können sich artikulieren, die selber viele der
der neurechten Bewegungen inszenieren sich ja wahnsinnig gerne als Tabubrecher und jetzt endlich dürfen wir es auch mal wieder sagen. Ich glaube, dass man an diese Fälle, und dazu gehört der Brexit dann in manchen Hinsichten eben auch, tatsächlich besser rankommt, wenn man sich fragt, welche Arten von, also da geht es ja nicht im ersten Schritt schon darum, sich zu fragen, ist das jetzt Fortschritt oder Rückschritt, aber man kann natürlich überlegen, welche Vorstellungen davon, was es bedeuten könnte, wenn man wieder Herr im eigenen Haus wäre. Ja, also das ist bei Brexit ja eine ganz große, spielt ja eine ganz große Rolle, diese Vorstellung, ja, wir waren hier irgendwie fremdbeherrscht, wir wollen jetzt wieder über unser Leben, unsere Gewässer, unsere Infrastruktur, unsere Ökonomie bestimmen können. Und die Frage, ob das nicht, also mit dem Regressionsmotiv würde man ja, und ich meine, dasselbe spielt auch für viele der neuen Rechten, die bestimmte soziale Fortschritte rückgängig machen wollen, jetzt aus meiner Perspektive, dass so diese Vorstellung, jetzt wollen wir endlich wieder wissen, was Mann und was Frau ist, also dieser irre Horror davor, da könnten irgendwelche Gender-Theoretikerinnen könnten irgendwie destabilisieren und auflösen, was überhaupt noch, woran man sich dann als letztes Identitätsmerkmal noch festhalten mag, oder die irre Vorstellung, es sind die Geflüchteten und die Einwanderer, die uns hier das eigene Haus oder das sich zu Hause fühlen können, im eigenen Land zerstören. Das kann man ja durchaus auch mal, auch da, ja, man kann sagen, naja, die haben jetzt endlich mal ihre, oder die haben jetzt ihre Interessen artikuliert und wir müssen jetzt gucken, dass wir die anderen Interessen stärker machen. Aber man kann sich ja auch, oder sagen wir mal so, wenn man das in Begriffen wie Fortschritt und Regression überhaupt analysieren möchte, dann wird man sich natürlich fragen, was die illusionäre Qualität oder die im Grunde ideologisch verdeckende und zudeckende Qualität dieser Vorstellung davon, was es heißen könnte, wieder Herr im Haus zu sein, was das eigentlich ausmacht. Ja, über wie viele Dinge, über die man keine Gestaltungsmacht hat, man eigentlich hinwegsieht, um dann kompensatorisch die Art von, und im Brexit-Fall lässt es sich auch relativ leicht argumentieren, dass die in Verwicklungen drinstecken, ökonomischer und sozialer und anderer Art, die sich so einfach nicht auflösen lassen werden. Und auch in vielen anderen Fällen, glaube ich, lässt sich genau, also sozusagen mit einem solchen Argumentationsmuster argumentieren, dass man sich fragt, was ist es eigentlich, also das heißt letztendlich dann auch dieses, das, was Sie jetzt zunächst mal nur als ein Interessenskonflikt und als einen Konflikt verschiedener Perspektiven hier eingeführt haben, zu dechiffrieren als etwas, das nicht einfach so nur eine solche Frage von zwei gewissermaßen gleichermaßen berechtigten Perspektiven ist. Und es wäre, ja, Fortschritt und Regression ist als etwas, was Untersuchungen dazu leiten kann, etwas, was einem helfen könnte, genau das zu tun. Also etwas darüber in Erfahrung zu bringen und normativ zu bewerten, was gewissermaßen in der Motivlage, also ich will das jetzt nicht psychologisieren, sondern eher sagen, das sind ja sozialstrukturelle Verwerfungen, auf die mit solchen Dingen reagiert wird. Das wäre meiner Meinung nach der Vorteil davon, nicht einfach nur zu sagen, da gibt es jetzt oder da gibt es andere Positionen, sondern das ist eine nicht einfach nur, das geht jetzt wieder auf die erste Frage von, auf die Frage von Micha Brumlik zurück, nicht einfach nur direkt normativ argumentierende, sondern im Sinne eines normativ angeleitenden Analysierens dessen, was eigentlich dazu geführt hat. Das ist wiederum ganz ähnlich wie das, was ich kurz angesprochen habe, wenn man sagt, Faschismus, also dass Faschismus ein moralisches Übel und also ein unvorstellbares moralisches Übel ist, das ist in gewisser Weise nicht so leicht zu bestreiten, auch wenn es von vielen bestritten wird und mittlerweile auch wieder bestritten werden darf. Aber zu sagen, das hat Regressionsqualitäten, ist eben etwas, was über die Art und Weise, wie hier bestimmte Konflikte und Krisenerscheinungen nicht bewältigt sind und deshalb so bestialisch werden, weil sie nicht bewältigbar waren, nicht bewältigt worden sind. Das ist ein anderes Erklärungsmuster und das ist etwas, wo man über das, was hier falsch oder richtig ist, mehr erfährt. Ich würde sagen, es hat solche Anteile, ja.
genau in dem Sinne von, was heißt es eigentlich, sich, also es hat Anteile von, ich meine, man kann ja, man wird ja vielleicht sehen, wie die ganze Sache ausgeht, vielleicht werden wir alle eines Besseren belehrt, aber ich glaube, dass es Elemente von einem Regressionsphänomen, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass das, woraus man sich erlösen will, eben in dem Sinne nicht demokratisch angeeignet ist, also dass es etwas ist, was man sich auch so leicht nicht zu eigen machen kann, damit zu tun hat. Ob das, ist das regressiv oder nicht als Gesamtphänomen, ja, ob das im Ende nicht dazu führt, dass, also ja, ich will nicht sagen, dass alle Kräfte, die dafür waren oder die nicht eindeutig dagegen sind, dass die alle regressiv sind, ja, weil das hat ja ganz, das hat ja sozusagen in verschiedenen strategischen Verquickungen, nimmt das ja eine ganz interessante Dynamik an, ja, wer aus welchen Gründen, wie damit bestimmte Dinge unter Druck setzen kann. Aber also generell finde ich, ist es jedenfalls eine der Hypothesen, die man dazu durchaus verfolgen sollte. Aber trotzdem noch mal ganz simpel gefragt, egal wie man jetzt den Brexit oder andere Dinge bewertet, ich vermute, die meisten von uns haben da eine ähnliche Meinung, aber es gibt bestimmt auch Menschen im Saal, die das anders sehen, aber ich meine, am Ende des Tages ist doch sozusagen die Anleitung für den Streit, ob etwas Fortschritt ist oder Regression oder das Kriterium am Ende des Tages schon eben irgendwie der brummeligsche Aufruf von Gleichheit und Freiheit, das kann man schon sagen, oder? Also und zwar jetzt nicht deontologisch, sondern sozusagen um Wandel zu bewerten. Du hast selber gesagt, es ist eine Bewertungskategorie, um Transformation zu bewerten. Ja, aber wenn da am Ende des Tages das rauskommt, was man am Anfang des Tages auch schon wusste, dann ist es okay. Vielleicht das Manöver doch etwas zu kompliziert. Also wir lernen in gewisser Weise auch was über die Interpretation von Freiheit und Gleichheit, könnte man sagen. Und das ist nicht statisch. Ihr Lieben, es ist 8:45. wir lassen es mal sacken und ich habe aber noch ein paar Durchsagen zu machen. Erstens, das ist das Wichtigste, ich bedanke mich ganz herzlich bei Rahel Jegi, dass sie mit uns den Abend bestritten hat. Rahel, du bleibst.